ist einfach ein Thema, was mir am Herzen liegt. Ja, ich denke, dass wir eine Verantwortung tragen für das, was wir tun und wie wir ja, mit unserer Umwelt umgehen. Und dazu finde ich es einfach auch super spannend, weil das eben ganz viele Disziplinen sind, die irgendwie zusammenkommen. Man kann nicht nur die Naturwissenschaften haben oder nicht nur die Sozialwissenschaften. Das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Studiengang, dass es wirklich darum geht, beide Perspektiven ganz stark auch kennenzulernen, um dann in der Profilierung eine gewisse Vertiefung zu haben. Aber ich glaube, es ist wirklich das Zusammenwirken von Natur und Sozialwissenschaften aus einer systemischen Perspektive, was den Studiengang auszeichnet. Leuphana is the only university in Germany that has a faculty of sustainability, and so this core, this whole degree program is based, embedded in this sustainability faculty, and this includes professors who work both in the sciences but also in the social sciences. We have people working on law, economics, governance, ecology, chemistry, so it's quite unique. Umweltwissenschaften ist ja als Bachelor schon sehr breit aufgestellt. Dazu hat man ja noch mit seinem Minor und dem Komplementärstudium und dem Leuphana-Semester sehr, sehr viele Möglichkeiten, in andere Bereiche hineinzuschauen und hat am Ende trotzdem quasi einen konsistenten Bachelor of Science. Ich habe jetzt zum Beispiel was zur Programmierung gemacht, was ich ganz gut finde, wenn man zum Beispiel Klimamodellierung oder so etwas machen will, dann kann man da eigentlich ganz gut so einen zusätzlichen Aspekt reinbringen, den man bei Umweltwissenschaften nicht hat. Ein zentrales Element von dem Studium ist das Forschungsprojekt. Und im Kern dieses Forschungsprojekts geht es darum, dass Studierende transdisziplinär, das heißt mit Akteurinnen aus der Praxis, eine konkrete Fragestellung bearbeiten, von der Formulierung der Forschungsfrage bis hin zur Kommunikation der Ergebnisse in die Praxis, aber auch in die Wissenschaft. Man kriegt hier richtig Motivation, ja, Sachen anzupacken und auch Mut, dass man wirklich ja, was verändern kann, wenn man dranbleibt. I try most of all to create an environment where people feel safe and they feel like they can say what they want to say. And so that's my main thing. I'm not trying to impress the students, I'm trying to engage the students. Ich weiß, ich habe immer das Gefühl, bei Umweltwissenschaften ist man so eine große Familie, so ein bisschen kitschig gesagt. Aber im Prinzip ist es super nett und alle helfen sich gegenseitig. Und wenn man Fragen hat, dann kann man sich immer an jemanden wenden und ist total für Unterstützung da. Also das ist super. Es gibt sehr viele Initiativen, wo sich ganz viele engagieren. Also so das Klima und die Atmosphäre zwischen den Studierenden gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut hier an der Leuphana. Ich glaube, die Leuphana ist im Bereich Umweltwissenschaften ein einzigartiger Ort zum Studieren, weil es tatsächlich ganz konsequent diese Logik verfolgt hat, dass man ausgehend von einem Systemverständnis dann in die unterschiedlichen Fachbereiche geht, aber dass im Kern dieses Gesamtverständnis, das umfassende Verständnis von Nachhaltigkeit, Herausforderungen steht und die Entwicklung von Lösungen. Und ja, da möchte ich mich gerne intensiver mit beschäftigen und auch ja, später mich irgendwie in welcher Form auch immer sinnvoll einbringen.